Ein Mann, zurückgelassen in einer Welt voller Blöcke. Dummheit, Action und Explosionen. Jetzt bei Minecraft Beta. Also, diese Werbungen immer. Wird immer schlimmer. Naja, mal sehen, was es in der Küche zu essen gibt. Was? Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, auf YouTube. Ja, okay. Also, heute mache ich mein angekündigtes Minecraft Beta 1.8 Let's Play. Yeah, weil es noch nicht genug Minecraft-Let's Plays gibt. Aber egal. Das wollte ich eigentlich schon seit ungefähr 40 Jahren oder so machen. Also wird es heute mal gemacht. Und zwar, ihr seht hier Minecraft Beta 1.8. Also nicht die normale 1.8-Version, sondern die Beta 1.8 von 2011. Ja, meine Damen und Herren, heute werden wir ein bisschen retro. Yeah, das lieben wir doch alle. Und mit diesen Worten würde ich sagen, wir machen jetzt eine neue Welt. Und zwar im Singleplayer. Und da kreaten wir einmal eine neue World. Mit welchem? Okay. Einfach ganz basic. So. Survival, natürlich. Wir wollen ja hier nicht cheaten oder creative sein, weil ich bin im echten Leben auch nicht kreativ. So, der Seed, der ist ja immer so ein tolles Spiel, wo man sich spielen kann. Was war denn 2011 lustig und toll und beliebt? Was war denn 2011 auf YouTube am besten? Ah! Kennt die überhaupt noch irgendjemand? Kennt die Außenseiter noch jemand? Also die Außenseiter, die haben sich ja richtig zurückgezogen, noch schlimmer als bei Titi. Oder beziehungsweise die machen jetzt irgendwie Vlogs und den ganzen Mist, den jeder macht. Sagt der Minecraft Let's Play macht. Egal. Die Structures machen wir auch an. Die haben zwar in dieser Version noch keinen. Es gibt noch keine Villager, aber sie sehen cool aus und sowieso. Ja, also dann los geht's. Wie Gronkh immer gemacht hat. Ui. Okay. Interessant. Ich denke mir gerade, ich habe 131 FPS. Jetzt habe ich 230 FPS. Ich hoffe, dass ich überhaupt aufnehme. Weil vorher bei der letzten Aufnahme hatte ich ungefähr so weiß nicht, 20 FPS bei der Aufnahme. Und deswegen habe ich mich entschieden, in 30 FPS aufzunehmen. Oh, habt ihr das gehört? Tudut. Ja, das war meine Shift-Taste, die abgespackt ist. So, welcome back to the Minecraft Let's Play. Ja, hier too many items. Ah ja, genau. Das All-Time-Favorite Texture Pack von 2011 war bei mir Minecraft von Honeyball. Das Gronkh Texture Pack, das er damals hatte. Ich habe keine passende Version gefunden. Jetzt habe ich einfach die Version von Minecraft 1.4.4 genommen. YOLO Swag. Egal. 2011, ich weiß noch gar nicht, ob es da überhaupt das Honeyball Texture Pack gegeben hat. Aber egal, ich weiß bloß noch, dass ich das eigentlich immer verwendet habe, weil es hat einfach cool ausgesehen. Und mit dem Texture Pack hatte ich zwar ungefähr 10 FPS auf meinem alten MacBook, aber YOLO. Es sieht geil aus und YOLO, eben YOLO Swag. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir cheaten uns Diamanten. Mit installiert ist auch Optifine. Das gab es damals auch schon, ja. Aber leider sieht man mein Cape nicht. Was damals auch war, man konnte sich nicht von vorne ansehen. Wenn man jetzt F5 drückt, dann kann man sich ja von hinten und von vorne ansehen. Aber hier kann man sich bloß von hinten ansehen. Ja, Optifine, Zoom Key, alles vorhanden. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, wir machen es, wie es. Na, den Baum nicht. Wie es jeder in Minecraft als erstes machen muss. Und zwar Bäume fällen.
Und ja, ein sehr essentieller Teil in Minecraft, Bäume fällen. Und schon beginnt der erste Stillteil, wo ich nichts zu sagen habe. Ich muss mir echt mal ein Skript oder sowas schreiben, damit ich immer so einen Leitfaden habe, was ich talken kann. Ach ja, was bei Minecraft in der Beta und so auch cool war, das ist nicht serverbasiert. Wenn man jetzt die Chat-Taste drückt, da kommt kein Chat. Das ist alles nicht serverbasiert, der Singleplayer. Weil jetzt in der neuen Version, da läuft im Hintergrund ein Server mit und auf dem läuft das Spiel. Und das, genau deswegen gibt es manchmal solche Fehler, wenn man Blöcke abbaut, dann kommen die kurz danach wieder und man muss sie nochmal abbauen oder irgendwelche Lags oder sowas. Das gibt es hier in dieser Version nicht. In dieser Version gibt es keine Lags. Ja, doch, gibt schon, aber so Server-Lags gibt es nicht. Ja, genau. Das Problem dabei ist aber, dass hier Saving Level, dass wenn das Spiel abstürzt, dann kann es sein, dass das so nicht gespeichert hat die ganze Zeit, weil bei normalen Minecraft-Servern wird alles abgespeichert, was du in der Welt machst. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Block abbaust, dann wird das sofort gespeichert. Und in dieser Version, da wird das immer nach ungefähr 3 Minuten oder so gespeichert. Das kann man sogar in Optifine irgendwie einstellen. Autosave 3 Minuten. Hier, genau. Smooth FPS. Oh. Ist das jetzt irgendwie smoother? Nee, ist einfach bloß scheiße. Jetzt ist es irgendwie so, als würden sich die FPS ansammeln und dann, wenn mal keine FPS vorhanden sind, dann werden die vorher sich angesammelt haben, einfach reingeschoben und das fühlt sich dann scheiße an. Egal. Wo könnten wir uns ein Haus bauen? Am besten hier oben irgendwo. Hier so irgendwo, oder? Nee. Ein Haus bauen. Oder hier vorne irgendwo. Ach ja, Minecraft. Es ist noch immer nicht ausgestorben, glaube ich, Minecraft. Also scheinbar gibt es noch Let's Player, die das Let's Playen. Kann ich überhaupt nicht verstehen, wieso Let's Play bei Minecraft. Egal. Sieht ihr das? Wow. Ich könnte mit so hohen FPS-Zahlen, könnte ich sogar mal versuchen, das einzuschalten. Und das. Jetzt lädt er ungefähr alles. Die ganze Map lädt er jetzt und zeigt an. Also dann haben wir ein Sichtfeld von 1000 Kilometern. Ungefähr. Nicht ganz 1000, aber ungefähr. Hier wäre doch ein cooler Platz für ein Haus, oder? Hier. Ja, man merkt schon, die FPS sind nicht mehr so 240 FPS, sondern 65 FPS. Ja, ich merke das, weil ich habe einen 110 Hertz Monitor. Oh, die Minecraft-Musik, die sollte ich ausschalten, weil ich lege im Nachhinein noch Musik drüber. Weg. Übrigens, der C418 hat die Musik gemacht. Ein sehr toller Typ. Ich kenne ihn auch privat eher nicht, aber ich kenne ihn übers Internet. Hab mit dem schon Gespräche geführt. Ich liebe seine Musik, also ich bin da echt ein kleiner Fanboy von seiner Musik. Der macht nämlich auch andere Musik, nebenbei von Minecraft-Musik. Ist das ein Wunder? Seht ihr diese? Wow, ist das nicht toll? So, hier, mal hochbauen. Und dann runterfallen und sterben. Ja, hier lädt's immer noch, so weit weg lädt's immer noch. Also auf der neuen Minecraft-Version, da kann ich das gar nicht machen, weil wenn ich da das mache, dann stürzt der interne Server ab. Und ich kann zwar noch rumlaufen und die FPS sind auch super, aber wenn ich Blöcke abbaue, dann droppen die nix. Und wenn ich Minecraft beende und wieder neu starte, dann sind die Blöcke wieder da. Das heißt, nichts wird abgespeichert. Das ist eben das Problem, ja. Weil der interne Server abstürzt. Ui, also. Die FPS, wie sieht's mit denen aus? Ja, 48 FPS reicht doch. Locker easy. Mit meinem NASA-PC und dann läuft sein Blockspiel nicht so flüssig, wie es laufen könnte. Na egal. Ist eben Minecraft auf Java und Java ist scheiße. Also nicht scheiße, aber es ist nicht so performant, wie es sein könnte, wenn es nicht Java wäre. Java ist eben dafür optimiert, auf verschiedenen Plattformen zu laufen. Und ja,
Das ist eben der Fehler. Naja, aber ich will hier nicht über Programmiersprachen herziehen oder so. Sondern ich will hier Sandblöcke abbauen. Und hört ihr das? Den alten Sandsound. Ich glaube, der hat sich in den neuen Versionen geändert. Der hört sich jetzt anders an. Und auch der Graslauf-Sound. Hier ist es so. Und in der neuen Version ist er ja. Tolle Illustration der Sounds, oder? Ist das nicht toll? Ich bin einfach der beste Mensch. Ja. So. Ach, ich bin auch irgendwie blöd. Ich wollte ja eigentlich ein Crafting-Table-Zeugs machen und damit eine Schaufel machen. Dann ging ja das Ganze viel effektiver und schneller. Ja, Shift gibt's ja schon. Okay, passt. Aber man kann auch nicht ziehen. Normalerweise in der neuen Version, wenn man das heute macht, dann kann man mit der Maustaste gedrückt, mit der rechten Maustaste gedrückt. Und dann kann man so rüberziehen und dann wird da alles aufgeteilt. Aber das geht hier noch nicht. Hier muss man das alles noch selbst klicken. Ah, noch ein paar. Wir haben so viel Holz, da können wir ruhig mal verschwenderisch umgehen damit. Dann planten wir jetzt das hin und dann machen wir uns eine Schaufel und eine Pickaxe. Und dann geht der Spaß los hier. Ich glaube, diese Minecraft-Beta-Folgen, die werden auch nicht zu lang. Das heißt, bloß immer so 15 Minuten oder sowas. Und ich glaube, die Bauteile, die schneide ich raus oder mache ich irgendwie eine Zeitlupe oder sowas. Dann geht das Ganze ein bisschen besser für euch und dann schlaft ihr nicht wieder ein bei meinen Let's Plays. Wie ihr das sonst immer macht. Wie sieht es eigentlich mit den FPS aus? Ja, perfekt für die Aufnahme. Naja, 24, nicht so. Oder? Wie weit können wir jetzt sehen? Würde mich jetzt interessieren. Ich weiß gar nicht, wie viel er dann lädt. Das könnten wir auch mal. Alter, ja, jetzt ist er fertig mit dem Laden. Ich glaube, das Gras ist da. Die Blätter sind das Schlimmste, weil das sind transparente Texturen und da hat er mehr zum Rennen. Mal ganz hoch und dann runterlucken. Sieht das nicht toll aus, die Render Distance? So muss man spielen. Und jetzt verbrate ich ungefähr 1000% von meiner Schaufel für das Turm abbauen und nicht für das eigentlich Relevante. Was ich auch machen könnte, einfach Stein vorerst mal abbauen und damit alle Tools jetzt machen, bis wir Eisen finden. Ach, und mein Food geht aus. Das ist schlecht. Habe ich da gerade was gehört? Naja, egal. Wir haben Pilze dabei. Und meine Schaufel ist kaputt. Habt ihr das gehört? Kein Schaufelzerbrech-Sound. Ist das nicht toll? Hühnchen essen. Essen, essen, essen. Hallo Hühnchen. Nein, das kann ich nicht machen. Das arme Evil Chicken. Ich könnte hier den Mythos weiterführen, das Mythos, habe ich gerade Mythos gesagt, den Mythos. Oh nein, ich hör das erste Skelett. Den Mythos weiterführen, dass Chicken böse ist. Wisst ihr was, ich mache mir jetzt eine Holzschaufel, weil ich der Badass, King of Badass irgendwas bin, was... Was hört man da die ganze Zeit? Ich sollte mir irgendwie schleunigst irgendwas suchen, wo ich mich einbauen kann, weil jetzt beginnt die Darkness und das ist schlecht für mich. Und Holz, ein bisschen Holz noch abbauen. Weil sonst überstehen wir die erste Nacht nicht. Oh, Alter. Alter, jetzt bin ich echt erschrocken gerade. Ich hoffe, man stirbt hier nicht wegen Verhungerung. Ich glaube nämlich schon. Fuck. Mega scheiße. Ultra scheiße. Hier, jetzt baue dich ein. Yes, Sandstone. Noch weiter.
Ah ja, der alte Verletzungssound. Der war auch der beste. So, die erste Nacht. Und ich glaube... Oh, bin ich froh, man stirbt hier nicht. Und ich glaube, die erste Nacht. Das erste Mal, was? Egal. Mit diesem ersten Tag möchte ich die erste Folge von Minecraft Beta, das beste Projekt auf YouTube, möchte ich hiermit beenden. Und yeah, das haben wir, jetzt haben wir ungefähr so 10 bis 15 Minuten, glaube ich. Und ja, dann würde ich sagen, liked dieses Video, teilt dieses Video, fügt dieses Video zu euren Favoriten hinzu, schickt dieses Video eurer Oma, schickt dieses Video eurem Bewährungshelfer. Na egal, denkt euch irgendwas für mich aus und macht's dann einfach. Und dann, ja, tschüss.